Heute stelle ich euch, wie am Ende des vorletzten Videos versprochen, geile Serien vor, in denen es um Paralleluniversen und manchmal auch Drogen geht vor. Mach doch lieber mal ein Video, wie du dir Heroin in die Haarwurzeln spritzt. Leute, wir wissen alle, wie spaßig es ist, sich Heroin in die Haarwurzeln zu spritzen. Aber ich finde es sehr wichtig für diesen Kanal, auch Videos wie diese hier zu machen. Denn Serien schauen ist eines der geilsten Dinge, die man machen kann. Dieses Video soll Menschen dazu inspirieren, dass wenn sie das nächste Mal vielleicht Drogen nehmen wollen, sie darüber nachdenken, ob es nicht genauso spaßig wäre, schön gemütlich auf der Couch eine Serie zu schauen. Vor allem zur Weihnachtszeit, wenn es sehr kalt draußen ist und es schneit, gibt es bestimmt nichts Besseres, sich mit einer schön warmen Tasse Tee vor eine wunderbare Serie zu setzen. Ernsthaft? So ist das Wetter heute? Johnny, hol das Acid! So, jetzt habe ich noch kurz eine halbe Stunde Zeit, euch die Serien vorzustellen. Wir fangen mit der schlechtesten Serie an und arbeiten uns dann langsam hoch zur besten. Fangen wir an mit Fringe. In dieser Serie wird öfter zwischen zwei Paralleluniversen hin und her gereist. In den unterschiedlichen Universen gibt es natürlich dann Dinge, die komplett anders passiert sind. Manche Leute sind in dem einen gestorben, die in dem anderen noch leben. Und manche Charaktere, die in dem einen Universum böse sind, sind in dem anderen gut. Da gibt es natürlich Szenarien, in denen die aus Universum A in Universum B reisen und so tun, als wären sie ihr Double in Universum B. Und das ist natürlich sehr spannend anzuschauen, da man als Zuschauer oft selbst nicht weiß, ob das jetzt die Charaktere aus Universum A oder Universum B sind. Das Problem ist nur, dass es viel zu viele Folgen gibt, die nichts mit dieser ganzen Paralleluniversum-Sache zu tun haben. Die handeln dann von irgendwelchen anderen übernatürlichen Sachen. Solche Folgen sind aber meiner Ansicht nach ziemlich lame und viel zu episodisch. Das war dann auch der Grund dafür, warum ich irgendwann aufgehört habe, diese Serie zu schauen. Machen wir weiter mit Sense8. Bei Sense8 geht es um 8 Personen, die sich persönlich eigentlich nicht kennen und wo ganz anders auf der Welt leben, aber geistig miteinander verbunden sind. You're not really here, are you? Oft passiert es also, dass die Protagonisten plötzlich untereinander ihr Bewusstsein tauschen. Mit der Zeit verschwimmen deren Bewusstseins immer mehr und somit auch ihre Eigenschaften. Also plötzlich können dann zum Beispiel alle Menschen mit Sense8 krass gut kämpfen, nur weil es vorher die eine Person dieser Sense8-Menschen gut konnte. Was ich an der Serie sehr gefeiert habe, ist, dass sie dort ebenfalls DMT angewendet haben, um solche Bewusstseinsreisen anzutreten. Das Komische an der Sache ist aber, dass DMT nur ein einziges Mal als Bewusstseinsreisengefährt verwendet wird und alle anderen Male geht es ohne DMT. Da war es letztendlich irgendwie sinnlos, die eine Reise mit DMT zu starten. Hier noch die Gründe, warum ich mich zweimal zwingen musste, die Serie weiterzuschauen. Diese zwei Punkte gingen mir anfangs schon sehr auf die Nerven. Die unterschiedlichen Handlungsstränge sind irgendwie sehr klischeehaft. Ein Mädchen, das von ihrem Vater nicht akzeptiert wird, ein afrikanischer Junge, der Medikamente für seine Mutter besorgen will, ein Star, der schwul ist, aber für die Presse vortäuscht, heterosexuell zu sein. Doch nach ein paar Folgen kann man da einigermaßen drüber hinwegsehen. Eine Sache, die ich noch an der Serie zu bemängeln habe, vor allem am Anfang wirkt sie sehr schwarz-weiß und dass die Serie versucht zu zeigen, was in der Welt alles falsch läuft, wirkt teilweise sehr gezwungen. Da gibt es zum Beispiel einen Polizisten, der einen schwarzen Jungen, der im Ghetto angeschossen wurde, ins Krankenhaus bringt. Und alle sind dann voll entsetzt und meinen, sowas macht man doch nicht, das war ein schwarzer Junge aus dem Ghetto. Was ist, wenn der eines Tages aufwächst und dann einen Weißen abschießt? Kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren? Das fand ich einfach viel zu lächerlich. Aber ansonsten ist die Serie sehr sehenswert. Mir fällt gerade auf, es geht in der Serie eigentlich gar nicht um Paralleluniversen. Egal, es passt definitiv in dieses Schema. Die nächste Serie in der Liste ist brandneu. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos sind nur 2 Folgen draußen. Tripped. Obwohl bis jetzt nur 2 Folgen der Serie draußen sind, kann ich jetzt schon sagen, dass diese Serie nahezu allen Open-Mind-Zuschauern sehr taugen wird. Denn es geht im Grunde um einen Typ, der mit Drogen in Paralleluniversen reist. Am Anfang der Serie nimmt die eine Hauptperson Magic Mushrooms und dann erscheint ihm ein Ritter,
welcher ein Gerät dabei hat, mit dem man in Paralleluniversen reisen kann. Er und sein Kumpel landen dann in jeder Folge in einem anderen Paralleluniversum. In dem einen Universum ist der eine von beiden ein absoluter Rockstar und in dem anderen Universum ist er übertrieben religiös. Die Serie ist nicht nur sehr witzig, sondern auch ziemlich spannend für eine Comedy-Serie. Zieht sie euch auf jeden Fall rein. Ebenfalls witzig ist die nächste Serie, Rick and Morty, die einzige Zeichentrickserie hier in der Liste. Rick ist ein widerlicher, alter, alkoholabhängiger Wissenschaftler, der beim Reden sabbert wie ein ISIS-Kämpfer, wenn er gerade mitbekommen hat, dass ein Bild vom pädophilen Propheten Mohammed gemalt wurde. Morty ist Ricks Enkel und diese beiden begeben sich zusammen auf Reisen in Paralleluniversen. Jedoch sind die Universen, in die die beiden reisen, ziemlich anders zu unseren Universen. Greetings! Morty, you gotta flip him off. I told them it means peace among worlds. How hilarious is that? Wobei ich sagen muss, dass die Serie fast mehr feierbar ist wegen den geilen Ideen als wegen dem Humor. Wenn ich die Serie sehe, muss ich selten laut loslachen. Aber sehr oft denke ich mir, wow, das ist so kreativ, verrückt und abgefuckt. Die letzte Serie in der Liste habe ich neulich erst entdeckt und ist der Grund, warum ich dieses Video hier unbedingt machen wollte. Ich fand die Serie so verdammt geil, dass ich mir so dachte, damn, ich will unbedingt mehr Menschen von dieser Serie erzählen, aber ich habe ja gar keinen richtigen Film-Review-Kanal, wo ich das machen kann. Und dann ist mir aufgefallen, dass das Thema Paralleluniversen sehr gut zu diesem Kanal hier passt. Also die Serie, die ihr euch unbedingt anschauen solltet, ist die Amazon Original Serie The Man in the High Castle. Die Serie spielt in einem Universum, in dem Hitler zusammen mit den Japanern den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Und deshalb wird ganz Amerika jetzt besetzt von den Nazis und den Japanern, welche das Land natürlich sehr totalitär regieren und einige krasse Dinge umgesetzt haben. Da gibt es dann zum Beispiel eine Szene, in der Rauch so nach oben steigt und dann fragt dann der eine Typ den anderen so, ja, was ist denn das für ein Rauch da hinten? Worauf der andere dann antwortet, ja, heute ist doch Dienstag, da werden doch die ganzen Krüppel verbrannt. So richtig böse. In der Serie gibt es dann so Filmrollen im Umlauf, auf denen zu sehen ist, wie Hitler den Zweiten Weltkrieg verliert, also wie in unserem Universum. Das ist dann natürlich voll das Mysterium. Wo kommen diese Filmrollen her? Wer hat sie aufgenommen? Die Charaktere des Films und der Zuschauer rätseln dann natürlich höchst eifrig, was es mit diesen Filmrollen auf sich hat. Was ich an der Serie richtig geil finde, ist, dass das mit den Paralleluniversen nicht so oft angesprochen wird wie in den anderen Serien in der Liste. Dadurch fühlt sich das Ganze sehr viel echter und spannender an. Wenn bei der Serie in jeder zweiten Folge so ein blaues Portal in ein Paralleluniversum zu sehen wäre, würde das einen als Zuschauer sofort distanzieren, weil man weiß, dass sowas nicht real ist. Aber dadurch, dass es so selten angesprochen wird und alles so realistisch scheint, hat man so das Gefühl von, boah, shit, vielleicht gibt es ja wirklich so ein Universum, in dem alles so passiert ist wie in der Serie. Und wenn das Thema Paralleluniversen dann mal behandelt wird, dann ist es natürlich dann umso spannender. Ich bin inzwischen so der harte Fanboy der Serie und frage ungefähr jeden, den ich treffe, yo, habt ihr Man in the High Castle schon gesehen? Wehe, ich treffe euch mal und wir können dann nicht zusammen von dieser Serie schwärmen. Die Serie ist, wie bereits gesagt, eine Amazon Prime Serie. Ich habe euch einen Affiliate-Link zu Amazon Prime in die Videobeschreibung gepackt. Auf Amazon Prime gibt es noch viele weitere geile Serien, unter anderem die richtig fantastische Serie Mr. Robot. Gebt diesem Video 5 Sterne und wenn ihr ein Open Mind 3000 habt, dann würde ich euch sehr empfehlen, diesen Kanal zu abonnieren.